vergrößern, verkleinern auch Quarterback Chess Surrett ist betroffen. Urheberrecht Getty Images. Bei den North Carolina Tar Heels werden 13 Spieler dabei erwischt, wie sie ihre Turnschuhe verkaufen. Das College-Team reagiert mit Strafen. 13 Spieler der North Carolina Tar Heels wurden für mindestens ein Spiel gesperrt. Der Grund: Sie verkauften verbotenerweise Schuhe, die eigentlich ihrem College gehörten. Es handelte sich dabei um eine Spezialedition von Nike Jordans. Neben Quarterback Chess Surrett wurden 8 weitere Akteure für jeweils 4 Partien suspendiert. 2 Spieler müssen 2-mal zuschauen, einer nur einmal. Ich bin wirklich sehr enttäuscht von den Handlungen unserer Spieler. Ihre Entscheidungen werfen ein schlechtes Licht auf sie, unser Programm und die Universität, sagte Trainer Larry Fedora und erklärte weiter, diese jungen Männer kannten die Regeln und werden Verantwortung für ihre schlechten Entscheidungen tragen. Verantwortung ist ein wichtiger Bestandteil dieses Programms. Wir werden daraus lernen und in der Zukunft besser handeln. Sport 1 ist die Nummer 1 Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bereichen. Mehr